Kennen Sie das Gefühl von Seide in Gold? Es fühlt sich stofflich an, es fällt leicht, es passt sich eigentlich dem Körper an. Wenn ich sie morgens anziehe, dann könnte ich sie abends vergessen auszuziehen. Es gibt nichts Ausgefalleneres, nichts Flexibleres als eine solche massive Goldkordel von Wellendorf. Meine Großeltern hatten wunderschöne, großzügige Vorhänge und da waren so Kordeln. Und diese Kordeln fand ich so faszinierend, weich, anschmiegsam. Und nachdem ich gesehen habe, was für schöne Ketten wir machen in der Manufaktur, kam mir eigentlich die Idee, das wäre doch auch was, sowas, eine Kette, mal in Gold, 18 Karat, wie alles von Wellendorf. Und genauso geschmeidig und weich. Zunächst habe ich das eigentlich als absurd angesehen. Aber immer wieder wurde ich darauf hingestoßen, sozusagen, an dieser Idee weiterzuarbeiten. Und am Ende des Tages haben wir uns dann entschlossen, tatsächlich mal über diese Kordel nachzudenken. Und tatsächlich nach ungefähr 2 Jahren Entwicklung ist die erste Kordel entstanden. Das ist ein Meilenstein in der Wellendorf-Geschichte und ich habe sie heute noch. Es ist so, eine Kordel herzustellen, braucht man ganz dünne, feine, endlose Golddrähte. Die ursprüngliche Idee war, ich nehme einen Golddraht und mache den einfach immer noch dünner und dünner und dünner. Ich muss mit diesem ganz feinen Golddraht muss ich etwas anderes machen. Ich muss die Geometrie verändern. Ich muss ihn vielleicht um etwas rumwickeln. Und dadurch hat man etwas bekommen, was zum ersten Mal Gold so weich wie Seide war. Jetzt war das aber so, wenn man es auseinandergezogen hat, dann hat die Haltbarkeit gefehlt. Also ich brauche etwas in diesem beweglichen Gold, das mir die Stabilität gibt, das mir die Beweglichkeit gibt. Und das ist die Seele, die in jeder Seidenkordel heutzutage drin ist. Die Seele ist für diese Beweglichkeit, Stabilität und den Charakter des Schmuckstücks verantwortlich. Die Wellendorf-Kordel ist die Königin aller Halsketten.